schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Until Game Podcasts. Und zwar mit dem Podcast Nummer 21. Mit dabei ist der Marcel, Steven und Ole. Das ist und mit mir auch der Marc, bin wieder am Start. Ja, unsere heutigen Themen sind Crysis 3, Assassin's Creed 3, Mass Effect 3, Terra, Far Cry 3, THQ, Japan wurde geschlossen und THQ, Battlefield 3, der nächste Patch kommt im März. Dann noch eine Ankündigung zu SimCity 5, Guild Wars 2, die Beta und eine Let's Play News. Genau, und den Anfang macht Marcel. Genau, und zwar Crysis 3 ist wahrscheinlich in der Entwicklung, also man weiß es nicht genauer, dass es ein Crysis 3 gibt, weiß man auf jeden Fall. Und EA sucht momentan sozusagen Mitarbeiter für Crysis 3 und deshalb weiß man auch, dass Crysis 3 in der Entwicklung ist und wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 14 Monaten erscheinen wird. Oh, mehr gibt's dazu eigentlich noch nicht zu sagen. Okay, ich habe eigentlich keine Lust so auf so ein Crysis 3 jetzt schon so früh, weil Crysis 2 war jetzt nicht gerade so eine Offenbarung. Irgendwie hat mich mehr... Wir werden einfach Crysis 1 nochmal besser machen. Ja, weil Crysis 2 war irgendwie Call of Duty und hatte nichts mehr so viel mit Crysis zu tun. Ja, wie gesagt, ich glaube, wurde schon oft drüber gesagt, dass Crysis 2 nicht wirklich Crysis war, aber... Ja. Ja. Schade. Ja. Aber mal sehen, was sie draus machen. Homefront machen sie ja irgendwie auch noch. ja, Homefront 2. Das wird ja sehr interessant, was da jetzt so in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ja, genau. Okay. Nun zur News zu Assassin's Creed 3. Ja, vieles nicht bekannt zu Assassin's Creed 3. Nur ist eine neue Grafik-Engine. Wahrscheinlich. Es kommt wahrscheinlich am 30. Oktober, so wie eigentlich wie auch Revelations. Und das Einzige, was dazu bisher gesagt wurde, war der Typ von Ubisoft, der gesagt hat, Assassin's Creed 3 ist die wahre nächste Generation, sowohl für die Marke Assassin's Creed als auch die interaktive Unterhaltung bzw. Geschichtenerzählung im Allgemeinen. Ja. Freut dich drauf auf Assassin's Creed 3? Es endlich mal was anderes wird. Ja. Ich glaube bei Assassin's Creed 3, das wird wahrscheinlich wieder werden, wie alle anderen Assassin's Creed auch. Die ja nicht wirklich sehr unterschiedlich waren vom Story-Modus. Und ja. Aber das ist nicht schlecht. Weißt du? Ja. Wir sind gespannt, was da passiert. Ich hoffe, dass sie nochmal ein paar neue Gameplay-Elemente mit reinnehmen und auch nochmal das Kampfsystem richtig überarbeiten, weil das ist ja wirklich zum Lachen immer bei Assassin's Creed gewesen. Ja. 20 Leute, einer nach dem anderen, ja. Wer totgekonnt hat. Genau. Also, ja, genau. 20 Leute stehen um dich rum und alle greifen nach der Reihe an. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und, Grafik. Ja. Neues Setting. Mit einem schönen Multiplayer dran, ne? Ja. Da bin ich mal gespannt. So. Im Laufe der Woche gab es ja die Mass Effect 3 Demo, die konnte man sich runterladen und die Battlefield 3 haben, konnten im Voraus schon Koop spielen. Ab jetzt kann man auch irgendwie Koop spielen, wenn man nicht Battlefield 3 hat. Und natürlich haben, wer hat das alles von hier gespielt? Steven hat das kurz angezockt, ne? Ja. Marcel und ich haben das kurz angezockt, glaube ich. Vielleicht. Paul auch? Ja, genau. Und Ole, du nicht, ne? Ja, und auf jeden Fall, man lädt sich die Demo, kann man sich runterladen, könnt ihr auch immer noch, glaube ich. Und dann bietet euch das Spiel jetzt neuerdings im Multiplayer-Modus und eine Stunde? Ja, also eine Story an sich dauert so um die 45 Minuten. Genau, also es gibt zwei Missionen, die man spielen kann. Die wird so, also die beide zusammen eine Stunde ungefähr dauern. Und man kann diese zwei Missionen, also man kann diese Story-Demo auf drei verschiedene Arten spielen. Einmal Action, Rollenspiel und Story.
Wobei bei der Action hat man halt nur Action-Passagen, das heißt, man kann keine Entscheidung treffen. Action ist für Code-Noobs. Ja, eigentlich schon. Beim Rollenspiel kann man sich seinen eigenen Charakter aussuchen, den selber designen und alles und hat Freiheiten, hat Entscheidungen auch und kann seinen Charakter auch skillen. Und bei Story ist es halt so, dass die Action ganz runtergeschraubt wurde und ganz einfach gemacht wurde und dafür man mehr Entscheidungen hat und man kann mehr skillen und all sowas. Ist halt klar. Und ja, Marcel, fass mal zusammen, was irgendwie da so in den zwei Missionen war. Ich soll das zusammen. Ja, natürlich. Das soll Steven tun. Nee, Steven hat das nicht Steven hat das nicht ganz gespielt, das nicht so sein. Man wird angegriffen, man fliegt weg und eskortiert eine Frau von, wie hieß der nochmal? Eine Kroganerin. Ja, sag ich ja, du solltest das lieber tun. Ja, ich hatte bloß kurz den Faden verloren, deswegen habe ich dir die... Ja, aber jetzt erinnere ich mich auch wieder. Die Reaper greifen die Erde an, wie schon in Teil 2 angekündigt. Und Shepard muss nur wurde ja in Teil 2 des Commanders, also der Commander-Titel wurde ihm entzogen und nun bekommt er den Commander-Titel wieder und leitet sozusagen und leitet die Angriffe gegen die Reaper, die Erde angreifen. Ja, und das war es eigentlich schon zu diesen zwei Missionen. Man wird halt auf andere Planeten geschickt, um Verbündete im Kampf gegen die Reaper zu finden. Und die erste Station ist der Kroganer-Planet, wo man die Kroganerin befreien muss, die von Reapern, glaube ich, festgehalten wird. Ja. Mhm. Weitermachen mit Terra. Kommen wir zu Terra. Also dazu haben wir ja noch überhaupt nichts erzählt, oder? Nee, der Podcast letzte Woche fiel ja aus diversen Gründen. Ja. Aber erstmal, wir machen daraus ein Let's Play zur Beta sozusagen. Und die Beta sind 5 Wochenenden aufgeteilt, also die Closed Beta. Das geht jetzt erstmal bis zum 15.04. Dann das Wochenende danach am 19.04. Da können dann alle mitspielen. Da werden auch die Charaktere vorher noch zurückgesetzt und dann ist die Open Beta frei für alle. Also da soll es keine Begrenzung geben bisher. Und ja, die Terra an sich finde ich jetzt nicht so schlecht. Allerdings ist das Questen etwas einseitig, weil es ist halt meistens nur, okay, töten. Okay, ich möchte ein paar Fälle haben. Bringen wir die und dann bringen die zu irgendwem anders. Okay, und der möchte jetzt aus dem Fell eine Rüstung gemacht haben. Okay, mach das nochmal kurz und dann wieder töten. Ja, wie gesagt, ein bisschen zu einseitig und ja, außerdem finde ich es ein bisschen zu sehr Anime angehaucht. Ich bin ja nicht so ein großer Anime-Fan. Das sieht man ja auch schon an den Allen. Das sind ja, wie wir... Yannick schon im Let's Play gesagt hat, er was für die Anime-Leute. Und ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Es sieht schön aus. Ja, die Grafik ist nicht schlecht, das muss man denen wirklich lassen. Das Kampfsystem ist, würde ich mal sagen, überragend. Ich liebe Open Combat, seit ich Terra gespielt habe. Zu der Beta ist noch zu sagen, dass jedes Wochenende sozusagen neue Features dazukommen. Also bisher konnte man bis Level 22 spielen und es waren 2 Dungeons verfügbar. Dieses Wochenende ist dann in Amerika in dem Beta-Wochenende Level 27 verfügbar und ein neuer Dungeon. Ob das in Europa auch so sein wird, weiß man noch nicht, aber das erwartet uns dann nächste Woche. Am Wochenende wieder mal. Und ja, wenn wir es am 5. Wochenende nicht schaffen sollten, im Let's Play auf das Maximum Level zu kommen, dann zeigen wir von unseren Charakteren, die wir nebenbei noch spielen, den High-End-Content sozusagen. Und ja, wir spielen halt immer nebenbei noch Zweitcharaktere, die auf Max-Level momentan sind. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen von euch irgendwie?
Habt ihr überhaupt Terra schon gesehen? Nur ein bisschen. Also ist es ein gelungenes MMO, also könnte es ein World of Warcraft-Killer sein? Oder ist es dafür zu anders? Dafür ist es zu unbekannt, weil es kommt ja aus Japan und also ich kannte vorher Terra überhaupt nicht, bis Janik mir das erzählt hat. Und ich glaube, wer von euch kennt hier Terra? No. Nee. Sehr viele anscheinend. Ja. Und ich denke mal, daraus wird nicht so viel in Europa. Aber es ist schon mal besser als Star Wars The Old Republic, ne? Ah, von der Story her nicht. Und von den Quests, ja, aber von allem anderen schon. Ja. Wobei. Ist noch eine Beta, also. Ja, die News jetzt kam, dass die. Die Geschichten für BioWare schreibt, also für Star Wars The Old Republic und für Mass Effect, glaube ich, war das. Die wird ja jetzt gestalkt von allen Gamern, die BioWare-Spiele lieben, weil die irgendwie so ein Bullshit gebaut hat. Die musste jetzt schon ihren Twitter-Account löschen lassen, weil der zugespammt worden ist und sie wurde irgendwie auch gehackt bei Facebook und sowas. Das ist schon sehr witzig. Ah ja. Ja, ja, ja. Ja. Für manche ist es bedenklich, für dich ist es witzig. Ja, für mich ist das witzig. Wobei die Story ja auch irgendwie schon ein bisschen die Fans verärgert hat von Star Wars The Old Republic. Ja. Ja, weil sie halt nicht mehr ins Universum passt. Aber sind halt die Fans. Scheiß auf die Fans. Machen wir weiter mit Far Cry 3. Dazu ist letzte Woche ein, wie ich finde, sehr geiler Trailer erschienen. Es war ein CGI-Trailer. Daher kann man nichts über die Grafik sagen. Aber zur Story. Man ist ein Expeditionsteam, so wie es scheint, und kommt auf eine Insel mit einem sehr großen Boot. Ja. Legt an, geht von der Insel und erkundet diese. Findet ein paar Waffen, ein gestrandetes Boot, freut sich, macht Fett Party. Weil da gibt's Einwohner, macht Fett Party. Und das sind drei Leute, zwei Männer und eine Frau. Und während der Party besauft man sich und der eine wacht am nächsten Morgen auf, gefesselt, und sein Kumpel ist auch gefesselt und die Frau wurde von komischen Ureinwohnern oder komischen Typen entführt. Vor den Augen des einen wird der andere Freund erschossen und der Freund, der das gesehen hat, raged und schlägt einfach mal alles kurz und klein da in der Bar, rennt weg und wird nun gejagt von den Einwohnern oder die Menschen, die auf jeden Fall die Frau entführt haben. Und da bin ich mal gespannt, was das wird, ob man eher wegrennen muss oder... Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Also man muss wahrscheinlich die Frau retten, aber wie sie das inszenieren... Bin ich gespannt. Aber das Setting, das sah schon mal geil aus. Also man ist auf einer Insel mit ganz viel Palmen, also wie Far Cry 1, nicht wie Far Cry 2. Ja. Ja. Irgendwelche Anmerkungen zu Far Cry 3? Es hat genauso viel mit Far Cry 2 zu tun, wie Far Cry 2 mit Far Cry 1 zu tun hatte, oder? Es soll sich mehr an Far Cry 1 orientieren, weil Far Cry 2 war ja... Ja, scheiße. Leicht anders, ne? Ja. Und es gibt keine respawnenden Gegner mehr. Sie haben irgendeinen Namen gebraucht. Egal, wir nennen es mal Far Cry. Ja, Crytek. Die haben schon drauf, Mann. Ja. Das war zu Far Cry 3. Ja. THQ. Also ja, THQ. THQ. Ist ja von der Insolvenz bedroht und schließt deswegen deren Geschäftsstelle in Japan. Wollen bis zum Ende dieses Monats alle Leute entlassen. Ja. Das ist schade. Wobei, solange das hier nicht passiert, ist alles okay. Ja, Japan ist sowieso alles kaputt. Ich weiß nicht, was in Japan. Ja. Aber in Japan ist, glaube ich, mit einer der größten Sitze von THQ, weil deren Spiele dort sehr bekannt sind. Ja. So wie Dawn of War. Ja, so. Wegen den ganzen hier. Deswegen StarCraft. StarCraft?
Ja, die ganzen Japaner spielen ja StarCraft. Was sind die Koreaner. Das waren die Koreaner. Ja, das ist aber alles die Koreaner. Nein, das darf ich nicht sagen. Diskriminierung. Ja, ich darf nicht sagen, dass das alles die gleichen sind. habe ich nicht gesagt. Darf ich ja nicht sagen. Ja, darf ich nicht sagen. Also jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen, es tut uns sehr, sehr leid. Und sehr unterschiedliche Menschen. Welcher Spacken hat einfach THQ erfunden? Wer war das? Nee, wo soll ich das wissen? Wer war das? Nein, okay. Battlefield 3. Da wurde ja letztes Jahr oder Ende letzten Jahres ein großer Februar-Patch angekündigt mit der Comoros 2.0, die ja so verkackt war und ist. Und jetzt wird aus dem Februar-Patch ein verspäteter Februar-Patch und dieser Februar-Patch, der erscheint im März. Ja, und was Battlefield, also was DICE und Even Balance sich in letzter Zeit leisten, ist schon ganz große Klasse. Okay. Steven könnte da ja mal was aus seinen Erinnerungen erzählen. Was? Nein. Ach ja, Even Balance. Ja. Meine Lieblings. Auf jeden Fall gab es ja diese Fake-Bans vor einiger Zeit und Even Balance hat gesagt, dass sie das Problem gelöst haben. Und nun wurde gestern ja eine weitere Bannwelle ausgelöst und zwar auch wieder durch Fake-Bans. Also hat Even Balance alle angeschissen, alle User. Und gesagt, das Problem ist doch nicht gelöst, wir haben uns da vertan, wir gucken nochmal nach, aber wir werden keine Leute entbannen. Vorerst. Das kenne ich, den Satz kenne ich. Ja, und das macht empört die Fans sehr. Und Steven raged. Ja, wir sind gespannt, was da noch draus wird aus Battlefield. Schade eigentlich, weil das Spiel ist ja eigentlich. Es ist ganz okay. Es ist ganz geil, aber. die zerstören ihr eigenes Spiel. Also, ihr müsst mal beim Badlog in die Foren gucken. Jeder zweite Foreneintrag ist: wir hassen euch, ihr seid scheiße, Bullshit, Crap, alles Mögliche. Ja, ich glaube. Ja. Dieser Cheat-Administrator muss her. Wo ist der denn? Die wollten den doch irgendwie wählen. Was? Die wollten so einen Hack-Administrator wählen, also für die also der. Hack-Administrator. Ja, der soll sich in Cheat-Seiten einschleusen und so was rausfinden. Und das dann DICE und EA sagen. Aber irgendwie und scheint das nicht. Cheat-Seiten einschleusen, ja. Da kann ich einfach raufgehen und sagen, hey, habt ihr einen Hack für mich? Nein. Ja, das bringt ja bloß nichts, die brauchen ja den Source-Code. Der Hack an sich bringt dir nichts. Ja. Ja. Also muss man sich einschleusen, so Social Engineering, Engineering mäßig, und dann sollte das klappen, aber es ist sehr kompliziert. Und die Leute. CIA beauftragen. Ja. Apropos CIA, geiler Film kommt in die deutschen Kinos? Ja, ich glaube schon. Safe House. Mit Denzel Washington und. Ja, egal. Ist auch komplett egal. So, machen wir weiter mit SimCity. Paul. Okay, ja. Es soll bald SimCity 5 angekündigt werden auf der Game Developers Conference im März, weil Electronic Arts angekündigt hat, dass ein Spiel angekündigt wird und es soll ein soziales Spiel sein und da kommt eigentlich fast nur SimCity 5 in Frage. Ja, wäre toll, wenn mal wieder ein neues SimCity kommt. Ja, das letzte war ja irgendwie SimCity Social oder sowas, ne? Oder wie auch immer das hieß. Keine Ahnung. Das war ja so richtig Crap. SimCity 4, danach kenne ich es nicht. Ja, SimCity 4 war noch richtig geil. Und SimCity Social oder wie auch immer das hieß, das war kompletter Bullcrap, weil. Ja, man hat halt sich nur auf ein Dorf irgendwie konzentriert und dort alles verändert und bei SimCity 4 und die vorigen Teile konntest du ja eine komplette Stadt, ein komplettes Land selber bauen und da war es dann halt nur so ein verkacktes Dorf und war nicht schön, ist nicht schön, nee. Ja, bin gespannt, hoffentlich machen sie, wenn sie sagen, soziale Spiele wieder nicht die gleiche Scheiße wie SimCity Social auch
Das ist, da habe ich keinen Bock drauf. Solange du nicht irgendwie so eine Facebook-Scheiße machen kannst. Oh Gott, das wäre. Es gibt ja auch SimCity für Facebook schon, ne? Ja, gibt's bestimmt. Es gibt alles für Facebook. Das ist alles scheiße. Du bist ja, Ole, du bist ja, glaube ich. Facebook-Ego-Shooter, ne? Ja, du bist ja sogar, du bist ja der, der sich am meisten mit Facebook-Spielen beschäftigt hat in den letzten, halben Jahr. Der Windows XP-Laptop, der noch nicht mehr eine eigene Grafikkarte hat, hallo? Ja. Ist doch super. Ja. Geht was? Ja, geht was. Ja, da gibt's eine kleine neue News, und zwar ArenaNet will verhindern, dass es Warteschlangen auf den Servern gibt. Das wollen sie erreichen, indem sie sogenannte Warteschlangen-Server aufmachen. Das heißt, im Prinzip, es gibt einen Master-Server. Also das, nehmen wir mal an, der heißt Server 1. Dann gibt es noch einen Warteschlangen-Server, das ist Server 6. So, wenn jetzt auf den Servern 1 bis 5 Warteschlangen sind, werden die Spieler direkt eingeloggt, aber sie kommen halt nicht auf ihren eigenen Server, sondern erstmal auf Server 6, bis sie auf ihrem eigenen Server durch die Warteschlange durch sind. Dann werden sie in-game gefragt, ob sie jetzt wieder auf ihren Server wollen. Was haltet ihr davon? Je mehr ich spielen kann, desto besser. Fertig. Ja, ganz einfach, weißt du? Was soll man dazu sagen? Ich freue mich auf Guild Wars. Und hoffentlich kommen wir in die Beta. Ja. Ja, ja, wir das werden. Nämlich... Ja, erzähl du. Wir werden aber kein Video davon hochladen in der Beta, weil das Closed Beta ist und da darf man das nicht. Nein, es sind Closed Beta Events. Ja, trotzdem ist es eine Closed Beta. Daran ändert sich nichts, dass wir nicht hochladen dürfen. Drüber reden dürfen wir, ne? Ja. Drüber reden? Ja. Ja, das machen wir auch. Das wird sowieso keiner prüfen. Niemand aus Amerika hört sich einen deutschen Podcast an. Nein. Lernen extra Leute Deutsch für. Ja. Also werden wir im Podcast drüber reden, aber wir werden keine Videos dazu machen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall zur Beta. Ihr könnt euch seit dem 22. Februar um 19 Uhr anmelden. 48 Stunden lang. Ja, genau. Und ich finde das irgendwie etwas diskriminierend, weil auf der Guild Wars 2 Seite, auf der englischen, steht schon seit dem 17. Februar, dass die Beta beginnt. Auf der französischen, da ist ja immer diese Animation vorher, steht ganz groß, dass die Beta jetzt raus ist. Auf der deutschen, hey, der Messmer ist erschienen. Super! Ja, vielleicht sind wir etwas spät dran, aber... Naja. Was soll's. Wir hoffen, wir kommen rein. Also, es haben sich eigentlich ziemlich viele angemeldet. Mel und wir alle hier. Ja. Wer sind mir noch nicht bekannt? Ja, Moritz. Ja, ich weiß nicht, was mit Moritz ist, Marcel. Ja, mit dem müssen wir unbedingt nochmal reden. Ja. Also, wenn ihr wisst, was mit Moritz ist. Ja, wenn ihr wisst, was... Ja, das wäre sehr nett. Wir vermissen. ja? Also ich nicht, ich habe kein Let's Plays mit ihm, aber du. ja. Das zu Guild Wars. Nun kommen wir zu, ja, noch einer kleinen Let's Play-Ankündigung. Und zwar haben wir auch schon im Mass Effect im Demo-Let's Play angekündigt, dass wir das Let's Playen werden. Und nun sollt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Ob ihr die Story-Kampagne sehen wollt oder die Rollenspiel-Kampagne. Wir nehmen auf jeden Fall nicht die Action-Kampagne, denn das hat nichts mehr mit Mass Effect zu tun. Deswegen nehmen wir sie nicht. Ganz einfach. Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und sonst würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Kurzer, knackiger Podcast mit Informationen. Ja. Ja. Gut. Was kommt eigentlich noch diese Woche so an Videos raus? Von uns meine ich jetzt Let's Plays. Serious Sam, Terra, Minecraft, Battlefield, Minecraft. Minecraft, ja, damit ihr auch nicht mehr hier in den Kommentaren fragt, wann kommt Minecraft, wann kommt Minecraft. Wir machen schon Minecraft, bloß wir machen es dann, wenn wir Lust haben. Und momentan hatten wir keine Lust auf Minecraft. Keine Zeit, das genau zu sein. Ja, gut auch. Ja, wegen Serverumbau. Ja, also ihr hattet keine Zeit. Ich hatte wegen was anderem keine Zeit. Aber
Egal. So. Das war's. Das war's. Hier. Mit. Jetzt auch. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Steven, hi. Ja, tschüss, ne? Tschüss. Tschüss.